Herzlich willkommen im K40-Keller. Heute gehen wir mal den Reinigungsprozess des X3P2 Lasers einmal durch. Das ist ganz wichtig, die Maschine regelmäßig zu reinigen, weil da entsteht so viel Rauch und Dreck. Ne? Die Spiegel verschmutzen, die Laserlinse kann verschmutzen und auch hinten der Lüfter, der dafür zuständig ist, die Abgase aus der Maschine zu ziehen, ja, der muss auch gereinigt werden. Wir gehen das jetzt einfach mal Schritt für Schritt durch und was wir dafür brauchen, Glasreiniger. Und falls ihr einen Kompressor da habt, umso besser, habe ich jetzt hier nicht. Aber so eine kleine Druckluftflasche ist ganz hilfreich. Ganz wichtig, Isopropanol, um die Spiegel zu reinigen. Ich habe hier so Gummihandschuhe, so Latexhandschuhe. Und dann lag der Maschine so eine kleine Tube bei Peng Cheng. Zeige ich euch gleich, wofür man das braucht. Und das kleine Werkzeug, was dabei war, falls ihr das nicht verloren habt, das brauchen wir auch. Also ich würde sagen, wir fangen mal an. Bevor wir jetzt gleich die Spiegel reinigen und die Linse, nehmen wir erstmal die Bodenplatte raus. Die kann man gleich wunderbar mit Glasreiniger reinigen. Damit bekommt man sehr gut eigentlich ja, diesen Schmutz runter. Euch stelle ich einfach zur Seite. Es macht jetzt keinen Sinn, erst die Spiegel zu reinigen und dann das Innere, sondern wir gehen erst hin. Ja, ich habe jetzt keinen Kompressor hier, ich habe so eine Druckluftflasche und sprühen erstmal so ein bisschen und pusten mal so ein bisschen den groben Staub runter, weil es könnte sicher was auf den Spiegeln ja, absetzen wieder und das wollen wir nicht. Deswegen erst den Staub runter machen. Ganz wichtig, wenn man jetzt XY-Achse hier verschiebt, macht das bitte langsam und vorsichtig, weil die Motoren produzieren ja eine gewisse Spannung. Dann können die Treiber vom Board kaputt gehen. Das wollen wir nicht. Also deswegen keine hektischen Bewegungen machen. Verschiebt das vorsichtig. Mit einem Mikrofasertuch einmal hier über die Gleitschiene gehen und gut abputzen. Da kommt dann gleich unser berühmtes Peng Cheng zum Einsatz, weil hier können sich ja auch kleine Krümel ablagern und den gleichmäßigen Lauf stören. Das neue Fett tragen wir ganz zum Schluss auf. Ich würde sagen, den ersten Spiegel, den wir reinigen, ist der hier am Kopf. Dafür also diese Platte hier vorne, die kann man einfach abnehmen, die ist magnetisch. Die legen wir uns mal zur Seite. Und die Abdeckung hier oben drauf, die geht in die Richtung ab. Aber man muss sehr vorsichtig und behutsam vorgehen. So. Dann nehmen wir die mal ab. Und bevor wir jetzt den Spiegel hier reinigen, machen wir erstmal ja letztlich den Kopf hier sauber und wir gucken nach, ob die Linse in Ordnung ist. Ich habe jetzt schon mal Latexhandschuhe angezogen und puste das hier vorher noch einmal schön aus. Und jetzt kann man sehr vorsichtig hier einen leichten Druck ausüben und dann fährt der Kopf ganz runter. Das macht es etwas einfacher. Dann nehmen wir uns unser tolles Werkzeug und lösen hier vorne zwei Schrauben. Und jetzt können wir vorsichtig die Düse nach vorne ziehen. Und jetzt haben wir ein schönes Beispiel. Ich hoffe, man kann es gut erkennen. Die Linse ist schon sehr stark beschmutzt bei mir. Die Linse
ist hier mit so einem Ring eingefasst, mit so zwei Nuts. Da kann man einfach mit dem Fingernagel reingehen und das vorsichtig diesen Ring rausdrehen. Sollte die Linse beschädigt sein, gebrochen, diese Linsen sind sehr giftig. Ja, habt da bitte ein Auge drauf, nicht mit rumspielen. Ihr solltet auch drüber, sehr, sehr genau darauf achten, wie rum die Linse eingesetzt ist. So, hier ist noch ein kleiner Gummiring mit drauf. Ich hoffe, man kann es erkennen, wenn ich es mal gegen schwarz halte. Ist schon stark verschmutzt. Ich nehme jetzt so ein paar Wattestäbchen und Isopropanol, um die Linse zu reinigen. Was man jetzt noch mal ganz gut machen kann, ist die Linse noch einmal ein bisschen abpusten, dass kein Staub drauf sitzt. Wir wollen sie auch nicht verkratzen. Das Wattestäbchen wird jetzt in Isopropanol eingetaucht und dann gehen wir einfach ganz vorsichtig darüber. Nicht keinen großen Druck ausüben, wir wollen ja keine Kratzer verursachen, sondern ganz vorsichtig und auch von der anderen Seite. Prüft dabei bitte, ob die Linse irgendwelche Defekte aufweist, irgendwelche Risse oder Absplitterungen. So, ich lege die Linse kurz zur Seite. Und jetzt entfernen wir hier noch die Verunreinigung. Wattestäbchen, ein bisschen Isopropanol. Hat schon gut gelitten, würde ich sagen. Jetzt setzen wir die Linse wieder in den Kopf ein. So, kommt der Gummiring drauf. Und wir verschrauben das Ganze wieder. Das ist ein bisschen tricky, das zu verschrauben, aber mit Geduld. Ganz wichtig, der Ring darf nicht zu stramm angezogen werden. So, dass er gerade eben fest sitzt, das reicht völlig aus. Sonst kann die Linse Schaden nehmen. Setzen wir den Kopf hier wieder rein. Und dann werden die beiden Schrauben wieder angezogen. Jetzt nehmen wir uns unser tolles Pengcheng und tragen ein ganz bisschen auf diese Spindel auf. Und verteilen es so ein bisschen. So. Diesen Spiegel, der ist einfach nur magnetisch oben gesichert. Den kann man wunderbar anheben und rausnehmen. Und ich hoffe, man kann es sehen, dass er schon Verschmutzungen hat. Dann nehme ich mir wieder einen Q-Tip mit ein bisschen Isopropanol und gehe ganz vorsichtig von innen nach außen. Über den Spiegel. Was ich jetzt gerade vergessen habe, ist, ich hätte den Spiegel natürlich vorher noch mal besser abblasen sollen. Vorführeffekt kann ich jetzt nicht rückgängig machen, aber es macht Sinn, falls da irgendwelche Krümel drauf sind, das vorher zu tun.
können wir den Spiegel wieder einsetzen. Hier ist eine kleine Nut. Man kann ihn also gar nicht falsch einsetzen. Schnappt wunderbar ein. Perfekt. Das war das. Jetzt schließen wir das wieder. Beim Schließen, wie gesagt, ein bisschen Geduld, dass hier nichts verkantet. So. Die Klappe davor. Fertig. Jetzt kommen wir zu dem Spiegel. Den kann man auch ganz einfach abnehmen. Der hält magnetisch im Platz. Hat auch schon leichte Verschmutzung. Jetzt denke ich dran. Wieder einen sauberen Q-Tip und vorsichtig von innen nach außen. Neue Seite. Noch einmal wiederholen. Auch hier wieder, hier ist eine Nut. Man kann ihn also gar nicht falsch einsetzen, einfach wieder drauf snappen. Jetzt gibt es noch einen dritten Spiegel, oder in dem Fall eigentlich ist es der erste Spiegel. Wir haben ja hier die CO2-Röhre und hier sitzt ein Spiegel, der den Strahl umlenkt. Diesen Spiegel, ich weiß jetzt gar nicht, wie oft man ihn reinigen müsste, sollte da nicht so viel Dreck dran kommen, aber regelmäßig ihn auch zu kontrollieren kann ja nicht schaden. Und da erinnern wir uns an die Ersteinrichtung. Es gibt hier 6 Schrauben von innen und 5 von hinten. Man öffnet die Klappe und reinigt auch mal den Spiegel. Sollte man vielleicht gelegentlich mal tun. Nachdem wir jetzt die beiden Spiegel gereinigt haben und auch die Linse, schmieren wir noch ein bisschen von dem mitgelieferten Fett auf die Gleitschiene. Ich mache das jetzt aber, indem ich das auf meinen Finger auftrage und hier einmal drüber gehe. Vorsichtig nach da schieben. Ich würde sagen, vom Innenraum her muss das jetzt genügen. Wir schauen uns jetzt hinten mal den Lüfter an für die Abluft. Um den Lüfter zu reinigen, entfernen wir den Schlauch. Und da passt nicht das Werkzeug, was mit dabei war, sondern da war noch ein Imbusschlüssel mit dabei. Dann lösen wir mal die 4 Schrauben hier. So, jetzt ziehen wir das vorsichtig ab. Hier ist eine Dichtung drin. Die sollte man reinigen. Das ist so Moosgummi. Das Teil kann man wunderbar unter dem Wasserhahn ausspülen. Und den Lüfter kann man jetzt einfach hier rausziehen. Und das Kabel hier lösen. Reinigen wir den Lüfter und hier drin ist auch sehr viel Dreck. Einmal mit dem Lappen durchwischen. Nachdem der Lüfter gereinigt wurde, ich habe ihn aber ausgepustet, ein bisschen mit dem Lappen schön geputzt, setzen wir ihn wieder ein. Achten darauf, dass die Kabel hier an der Seite wieder gut verstaut werden, dass es da nicht zu einer Quetschung kommt. Und dann wird die Blende wieder aufgesetzt. Die Lichtung kommt wieder da rein und wird so wieder verschraubt. Eigentlich kein großes Hexenwerk. Die Frage ist, wie oft sollte ich was reinigen, ist recht leicht zu beantworten. Wenn du deinen P2 jeden Tag benutzt, viel schneidest, gravierst, machst und tust,
Der Innenraum, den solltest du täglich reinigen. Die Spiegel und die Linse. Spätestens aber jeden zweiten Tag. Hinten der Lüfter alle 2 bis 4 Wochen. Aber das sollte schon passieren. Der erste Spiegel, der sich hinter der Abdeckung verbirgt, ich denke, alle 8 Wochen sollte locker reichen. Einfach mal reinschauen, wie verhält sich das, wie viel Schmutz lagert sich darauf ab. Aber ein wichtiges Indiz ist, wenn die Gravurleistung abnimmt, die Schnittleistung, dann merkst du schon, okay, da stimmt was nicht. Da ist irgendwo zu viel Schmutz und Dreck. Ne? Also pfleg deine Maschine. Das Video war jetzt ewig lang, es tut mir wirklich leid. Ich muss es ja so ein bisschen einfach mal zeigen und erklären. Ich sage erstmal danke fürs Zuschauen. Falls du keine Videos verpassen möchtest, lass gerne ein Abo da. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Mal.